MotoTV 22 baut bei MySport MyStory. Ja, und ein großes Pech heute für Mirko Bortolotti beim ersten Training, beim ersten Qualifying für das Jahr 2021 in der GT Masters. Mirko, ein Plattfuß und dann ein Ausritt und leider Gottes in der Leitplanke. Ja, man kann es als Pech sehen oder man kann es als Glück im Unglück sehen, weil das kann auch ganz, ganz, ganz schwere Folgen haben. Deswegen glaube ich, dass zum Glück in der schlechten Situation natürlich das Auto nicht so stark beschädigt war. Das heißt, die Jungs haben zwar jetzt einiges an Arbeit gehabt, aber super Job gemacht wie immer. Auto vorbereitet, ready fürs Rennen, das ist das Wichtigste. War natürlich kein optimales Quali, aber auch nicht ganz zu schlecht. Dritte Startreihe, alles noch drin, alles noch offen. Erstes Rennen der Saison, von dem her. Wir versuchen jetzt das Beste zu machen. Ja, du hast kurz davor noch in die schnelle Runde hineingeknallt, also das hat auch noch gepasst da, aber du warst auf deiner schnellen Runde. Ja, genau. Sind wir unglücklich, wenn das auf der schnellsten Runde passiert natürlich, aber man kann sich den Zeitpunkt leider nicht aussuchen, so ist es nun mal, mal abhaken und aufs nächste konzentrieren. Ja, jetzt geht's los, das erste Rennen, wie du sagst, aus der dritten Startposition, und was ist deine Taktik? Volle Attacke wie immer, aber natürlich gleichzeitig auch versuchen, nur dann Risiko einzugehen, wenn es wirklich notwendig ist. Es ist das erste Rennen der Saison, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viele Rennen noch vor uns. Und ja, es geht nicht darum, hier heute unbedingt gewinnen zu müssen, wenn wir eine Chance haben und es irgendwie die Möglichkeit haben, dann werden wir es natürlich versuchen. Aber wenn nicht, dann nehmen wir das Beste mit, was geht. Ja, der Mirko Bortolotti gehört hier bei der GT Masters zu den Favoriten für 2021. Und wir werden jetzt sehen beim ersten Rennen. Es dauert eine Stunde und da kann alles geschehen. Absolut, wie immer. Wir wünschen dir alles Gute. Danke. Ja, Mirko, ein super toller Start, eine tolle Aufholjagd. Hast du im dritten Rang übergeben. Hast den Alberto Costa was mitgegeben beim Boxenstopp? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm einfach nur gesagt, wie die Strecke in dem Moment war. War ein richtig gutes Rennen, bin sehr zufrieden. Die Strategie war perfekt mit dem Overcut. Die Inlap war richtig stark, weil der Audi eine Runde vor uns reingegangen ist. Deswegen habe ich das gut umsetzen können und war sehr wichtig, da vor dem Audi rauszukommen. Und dann Albert super, super toll nach Hause gefahren und richtig gutes Resultat nach einem schwierigen Start heute.